Mann, das war ja wieder eine tote Folge, aber Gott, oh Gott, oh Gott. Ich grüße euch, hallo. Wenn auch erst spät. Man sollte das Mikrofon auch runterklappen, sonst geht da nicht. Was Blödes, kann auch nur mir passieren. Ja, dann schaut euch an, was ich den Rest von der Folge hier für den Scheiß fabriziere. Ich sammle hier und sammle hier. Und auf einmal gucke ich, denke, wieso ist da unten keine Anzeige, dass das Mikrofon da, ne, wegen Ausschlag und so. Ja, kann ja nicht, wenn das Mikrofon nicht eingeschaltet ist, ganz auch nichts aufnehmen. Ich bitte vielmal um Vergebung. Es wird bestimmt noch mal passieren. Irgendwann. Tja, hier hauen wir jetzt hier Mais drauf. Oder jetzt hauen wir hier Mais drauf, so. Mal schauen, wenn wir es einlagern, mal gucken, ob wir dann irgendwann einen guten Preis für kriegen. Zum Beispiel beim Pferdehof. Beispielsweise. Ach ne, gibt es ja hier gar nicht. Ach, ich höre schon wieder auf Hof Bergmann. Dussel. Apropos Hof Bergmann. Fällt mir gerade ein. Ich habe gestern den Stream von Snooki Snoo gesehen. Von der lieben Katrin. Der Andi ist wieder an der Arbeit, ne? Es gibt noch mal eine neue Version, die 1.0.0.6, wo dann noch einige Fehler gefixt werden, die sich im Nachhinein noch mal rausgestellt haben. Ich weiß überhaupt nicht, was da passiert. Also die sind am Testen ohne Ende und kaum ist sie mehr brauchst, dann findet sich wieder was Neues, ne? Genauso hatten die gestern das Problem, was war das? Roggenmehl oder sowas, dass sich das nicht vernünftig verkaufen ließ im Shop. Da muss man diese Säcke da in eine bestimmte Position platzieren, damit das verkauft wurde, sonst hat das gar nicht angenommen. Aber alles ein bisschen. Ich denke, da wird der Andi auch noch beigehen. Aber so ist das, ne? Dann bist du immer ein Ganger. Das ist immer was anderes. Da kannst du testen. Ich meine, die spielen auch nur wirklich ausgiebig und machen und tun. Und trotz allem schleichen sich immer noch so ein paar kleine Fehler ein. Hat gestern jemand geschrieben im Kommentar, von dem Global Company wäre gestern oder vorgestern ein Update rausgekommen. Kann ich nichts zu sagen. Also das ist ja bei ModHub mit drin und da steht nichts vom Update. Ich weiß ja nicht, wo die da wieder was runtergeladen haben, auf was für eine Seiten. Dann ziehst du ja was, was ich vorweg oder hast du einen richtigen dicken Fehler da reingeknallt. Das kann ja auch passieren. Also da bin ich ja doch vorsichtig. Oder ich bin weicher, das kann auch sein. Das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Ich habe keine Lust mehr hier damit das Spiel zu zerschießen, mehr letztens erst im vergangenen Jahr habe ich mir ja meinen Spielstand komplett verschossen auf der Multimap. Irgend so ein Mist. Ich weiß auch, welcher Mod das war, aber ist ja egal. Aber komplett alles, komplettes Safe Game mit allem drum und dran weggefeuert. War nichts mehr zu retten. Konnte ich alles komplett neu machen. Sowas ist dann ärgerlich. Aber kannst du machen nichts, ne?
sowas passiert schon mal. Gerade wenn man so ein Typ ist wie ich, ne? Wenn ich was sehe, was mich interessiert, dann lade ich runter, packe ich einen Mod-Ordner. Tja, wenn es dann schief geht, habe ich halt Pech gehabt. Also ich habe Karten, da sind über 200 Mods drin. Ne? Im Mod-Ordner. Jede Map hat zwar einen Ordner für sich, einen Mod-Ordner. Aber trotz alledem, ich bin da so ein Mod-Messi. Ganz schlimm ist das. Aber ich kann da nicht für. Dann sage ich mir immer, ja gut, weil ich nicht so oft gebrauche, schmeiße ich raus. Aber das vergesse ich auch andauernd. Und dann sage ich mir immer, kann ich gar nichts für. Das ist doch mal alter. Ich bin halt ein alter Sack. Tja. Sowas vorkommen. Trari trara. Wir sind jetzt alle da. Ach, Mann. Habt ihr eigentlich auch so ein beschissenes Wetter heute? Das ist so alles so trübe, leichter Nieselregen, so. Also aber wenn die Tage, die Kälte im Wesentlichen lieber. Das ist ja wieder ekelig. Das geht so durch. Jetzt was los. Jo. Na, wo bleiben wir hängen? Ja, geht noch. Gleich schon fertig. Längste Zeit hat es gedauert.
Ich bin mal gespannt. Ich habe mir ja hier die Chipsfabrik gibt's jetzt zum als platzierbares Objekt habe ich mir hier hingestellt. Ach, da muss ich glaube ich auch noch Wasser hinbringen. Und da bin ich ja mal gespannt, wie das funktioniert, vor allem wo ich dann die Dinger verkaufen kann. Die an jeder anderen Stelle angenommen wird, wo Verkauf ist oder Kartoffelverkauf ist, ich weiß es nicht. Das wird sich noch rausstellen. Pieps, pieps. Jo, was haben wir? Was sagt der Tacho? Realzeit 15 Uhr. Entschuldigung. Ah. Eieiei. Ah. Das ist ja wieder, ich will halt so im Hals kratzen. Jo, gleich, wenn ich hier die Videoaufnahme drin habe, fertig habe, dann muss ich mir eben noch los, ein paar Getränke holen. Unser Vorrat ist bei Ende. Das ist schlecht. Und da unsere Tochter gerade zu Hause ist oder heute frei hat, kann ich ihr Auto nehmen. Hey, ist das für mich einfacher. Da ich selber kein Auto mehr habe. Wenn er so zwei Kisten mal Getränke holen wird, ist das natürlich, ne, mit dem Auto angenehmer wie mit dem Fahrrad. Damit geht es nämlich nicht. Es sei denn, man hat einen Anhänger dahinter, aber die habe ich nicht. Mal so eine Kiste, das kann man wohl mal machen. Das habe ich schon öfter gemacht. Dann ist es auch gut. Ich glaube, den hier schnell werde ich wieder wegtun. Irgendwie ist der mir zu. Hier zum Beispiel auch bei den Geschwindigkeiten ruckelt der sehr stark, weil der, wenn man vom Gas geht, der steht ja sofort. Der hat zwar eine wahnsinnige Motorleistung, Kraft ohne Ende, aber irgendwie weiß ich nicht. So ist er ja nicht schlecht. Aber den anderen, den ich davon habe, von der Sorte, der ist im Prinzip genauso, nur dass er nicht ganz so kraftvoll ist. Ja, mal schauen. Gell? Pieps, pieps. Oh, hoppala. Das Kabel von der Maus liegt scheiße. Wie ist das kacke? Entschuldigt bitte. So ist besser. Hoffe ich. Oh. Muss ein weiter her. Ein weiter her. Hier müssen wir hin. Ihr Posthaus bisher.
Hey, Güte, warum bin ich hier schwer so? Ja, OBS-Syndrom. Ich hab's vergessen. Unglaublich. Mal in Getränke holen. In der Zeit kann das Video hochladen. Das kommt aber erst morgen früh raus. Aber sprich am Samstag. Ich glaube, dann werde ich noch so für mich ein bisschen zocken. Und heute Abend ist mit zwei Kumpels gehen wir heute Abend auf Yacht auf Sahanta. Sahanta Klassiker. Mal gucken, ob wir einen satten Hirschen kriegen oder so. Oder zwei oder drei. Mal gucken. Wollten mal sehen, ob wir das auf Twitch machen, im Livestream. Und ob wir auf dem zweiten Monitor praktisch das Live-Bild des Kumpels mit drauf kriegen, dass wir uns praktisch sehen. Ja, ne? Gegenseitig sehen können. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Da wir beide, also mein Kollege, der das auch live streamen möchte, und ich, dass wir zwei auf Twitch aber absolute Neulinge sind, überhaupt keine Ahnung haben, wie das da. Mal schauen, wieso ist denn da? Das habe ich nicht eingeschaltet da drüben vorhin. Ach, er hat wieder zwischendurch ausgesetzt. Das war's. Das ist auch so ein Phänomen. Jetzt schon auf mehreren Karten hatte, dass der dann auf manchen Stellen einfach nichts annimmt. Na, gleich nochmal versuchen, ob er den Rest von einer Seite her akzeptiert. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, guck es. Fahren wir die andere Seite eben hoch, gucken, ob wir das da nochmal in hübsch kriegen. Das ist halt die Stelle, die er ausgelassen hat. Sie größer den Bogen. No, holla. Holla, holla, holla. Mal schauen, was das so macht. Macht er was? Macht er nichts? Muss man von außen gucken? Ja, macht er. Das ist doch nett, dass man sich da immer mal erst mit so, ne? So, ausmachen, hoch das Ding. Es und zusammenklappen. Dann bringen wir ihn weg. Es hat ja keinen Zweck. Ja, und da müssen wir uns wieder um Gras kümmern und ja gut, die Silage habe ich ja ins offene, nein, ins Keilsilo gefahren. Da ist ja reichlich drin, aber muss ja auch erstmal gehen. Aber zumindest glaube ich, Gras muss ich wieder machen. Und Stroh und so weiter brauchen wir alles. Alleine schon für den Milchfutterherstellung.
So, hier steht drin. So, das ist das. Was macht mein? Guck mal, der ist auch so gut wie fertig. Ist das nicht herrlich? Und warum kann ich da jetzt nicht einsteigen? Einsteigen. Auch fertig. Wunderbar, wunderbar. Hallo? Sodele, wollte ich doch sagen. Also, den Kopf ist doch unter dir, das kann doch nicht sein. So, der hat mal eine Wäsche nötig, würde ich sagen. Jupsi, stehen bleiben. Okay. Ja, guck mal, aber das Spiel eine Solge mit Sehen, mit Fan. Eine Folge mit Sehen, so. Das sagt, die Saat ist gut, der Keim treibt heftig. Mir fällt mir das sogar nicht ein. Sorry. Sorry. Ja. So. Stellen wir ihn weg. Stellen wir auch weg, weil ich glaube, da steht der. Ja, komm. Nicht schön, aber selten, ne? Alle, alle geht nicht. Ah, doch ein bisschen weiter rüber. Ja, geht auch nicht. Ach Leute. Geht auch nicht, oder was? Jetzt aber. Ist natürlich alle Trecker. Jo, auch nicht schlecht, ne? 1, 2, 3. Ich würde 4 Schlepper durchkrabbeln, dass man da endlich rauskommt. Okay. Ihr Lieben, ich speichere hier mal und verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.